Mit zwei Schüssen getötet. Ja, und du schießt auch mit einer. Was schießt du? Was? Eine Schusswaffe. Armbrust, nee, Armbrust. Ja, gut, die was, macht doch noch mal mehr Damage. Was, die sollen React-Video zu meinen. Was? Wieso? Warum soll ich ein React-Video machen? Das will doch keiner sehen. Ich bin sowieso mal ziemlich creepy, dass Leute mir gerne zuhören und sagen, ich hätte eine angenehme Stimme. So. Besser als wenn du keine angenehme Stimme hättest. Ja, das freut mich ja auch. Aber wenn du, ne, wenn ich schon mal meine eigenen Videos schneide und da mal zwischendurch natürlich anhalte. Das ist was ganz anderes, Deso. Und du deine eigene Stimme hörst und ich denke mir, Alter, wie kann man sich denn das stundenlang antun? Ja, das ist normal. Man findet sich immer selbst schlecht. Das ist so gruselig. Mir reizt es ja schon, weil ich Audios aus Versehen von mir wieder anhören muss, damit ich irgendwas, was ich gesagt habe, wieder weiß. Weil ich es kurz vergessen hatte. So, da denkst du dir so, Phoenix, Einladung ist raus. Noch besser ist dir so, ich habe noch eine Audio von vor meinem Stimmbruch. Oh, what? Und eine Audio während meines Stimmbruchs. Ich also, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Da, da war... Irgendjemand war, mit denen haben wir ab und zu mal ein bisschen gezockt. Und dann kam der irgendwann mal wieder rein. Und hatte aber wahrscheinlich durch irgendein Audioprogramm oder so seine Stimme halt richtig tief gemacht. Und er meinte, das ist normal bei ihm, weil er ist im Stimmenbruch. Und das ist jetzt seine Stimme. Natürlich. Ja, ja. Ist klar. Also, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben einen Stimmbruch hatte. Gefühlt kam der und ja, fertig. Und ging wieder. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ich das war bei mir nicht anders. Ja. So, warte, was? Aua. Böser Zombie. Ich hab doch komplett gelesen. Was? Eis, was willst du? Wisst ihr, was ich richtig gut finden würde? Ein React-Video mit Deso. Dann kann er nach dem Stream noch ein React-Video von seinem Chat zum Reacten-Video von dem... Was? Sollst du den Chat reacten, wie sie auf deinem Stream reacted haben? Sollst du auf etwas reacten, wo du reactest, auf etwas, worauf reacted wird, um zu reacten? So. Geklärt. Gesundheit. What? Du brauchst gefühlt immer 20 Minuten zum Antworten. Ja. Ja, wir sind ja auch konzentriert. Wir sind ja einerseits bist du ja konzentriert und das andere ist ja, wenn du das schreibst, braucht es ja ein paar Sekunden, ehe es bei mir ist. Dann ploppt es bei mir auf. So, dann muss ich mir das einmal durchlesen. Und dann ist, jetzt kommt der schwierige Part, Leute. Ganz aufpassen. Antworten. Dann fängt das Gehirn an, das zu verarbeiten. Das dauert. Und dann muss ich mir eine Antwort überlegen und dann antworten. Und dann dauert das wieder eine Zeit, ehe es bei euch ist. Ja, Delay von 20, so in etwa. Das ist ganz normal. Du darfst doch nicht den Wolf liegen lassen, den musst du zerstückeln. Ich hab da kein Messer dabei. So, da besorgt immer eins. Leute, da ist er. Phoenix ist zurück. Endlich mal jemand, der diese Scheiße erntet. Noch ist er 600 Meter entfernt. Ja, aber er erntet. Streamt er? Kannst du es nachverfolgen? Nein, aber ich gehe davon auf, was soll er sonst machen? Gras beim Wachsen zu gucken. Ey, das ist auch ein nettes Hobby. Ist langweilig, das findest du nicht? Plündern. Ich find's ja lustig, dass ihr wirklich alles hier entfernt habt. Selbst das, was ihr eh nicht wiederkriegt. Wieso? Die Schmieden. Die Schmiede kannst du da aufnehmen. Ach so, kommen die auch mit? Ja, ja. Ich habe herausgefunden, warum ich zum Beispiel den einen konnte ich nicht aufnehmen, weil du musst einen Gebietsstein haben. Das muss in deinem Gebiet sein. Und wenn das nicht in deinem Gebiet ist, kannst du es nicht wieder aufnehmen. Den Gebietsstein kannst du eh für 5 Steine craften, also... Ja, ja, aber du brauchst erstmal einen Gebietsstein. Ansonsten zählt das nicht als dein Gebiet und damit kannst du bestimmte Dinge auch nicht aufnehmen. Also ich denke, bei kaputten Bergbänken oder so geht es eh nicht, aber ja. Das ist interessant. Weil wo ich die neue Base nämlich angefangen hatte, hatte ich nämlich ein bisschen was hingestellt, hatte ich nämlich ein paar Öfen dastehen. Und dann konnte ich den Ofen nicht mehr aufnehmen und hab den Ofen zerstört. Und dann plötzlich ging es wieder und da dachte ich, stimmt, was hast du zuletzt gemacht? Du hast den Gebietsstein gesetzt. Das ist gut zu wissen auf jeden Fall. Ja. Also deswegen konnte man nämlich auch alles wieder aufnehmen und haben alles in die neue Base geschafft.
Wobei wir in der neuen Base jetzt mittlerweile 3 Werkbänke haben. Denn mittlerweile kann ich auch eine Werkbank herstellen. Ein Gregor kann auch eine Werkbank herstellen, weil wir die Rezepte gefunden haben. Nur Tatsu kann immer noch keine Werkbank herstellen. Ich habe aber das Rezept, als ich das benutzt habe, konnte ich es eigentlich wieder irgendwo reinlegen. Also es ist nicht verschwunden. Manchmal findest du 2. Ja, das andere habe ich für Tatsu bereitgelegt. Soll er sich eigentlich abgeholt haben. Ja, du, Phoenix, du glaubst gar nicht, wie sauer wir waren, weil wir dachten so, toll, jetzt können wir brauchen jemanden, der eine Werkbank kann. Wir brauchen an der neuen Position mal eine Werkbank. Ja, easy, habt ihr dann einen Weg gefunden? Ja. Ein haben Item, Phoenix wo man mehr als einmal eins abbauen kann. Ja, du kannst höchstens sprengen halt. Ja. Ansonsten bauen ist halt auch so. Gut, hier geht's. Es gibt noch etwas, wo ich überlegt habe, das zu machen. Das Problem ist aber, ich meine, ein so ein Block hat halt gut Lebenspunkte, ne? Aber wenn du den. Es gibt. Und das? Ja, wir können mal ganz kurz. Da. Design. Da. Das ist ein 3x3. Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen drehe. Komm schon. So. Na, dann könnte ich jetzt in 9 Blöcke mit einmal setzen. Aber es ist nur ein Block. Und das bedeutet, im Normalfall hättest du 9 Blöcke mit jeweils 10.000 Leben. Hier hast du einen Block mit 10.000 Leben. Und das ist halt so, ich weiß es nicht. Na gut, vielleicht für den äußeren Kreis wäre das jetzt nicht so schlimm, weil ich glaube, die Zombies da eh nicht ran rumkrabbeln. Aber ansonsten, ja, schwierig. Müssen wir mal schauen. Weil ich schon überlegt habe, wir könnten sowas natürlich setzen. Und drauf eine Begrenzung setzen, einen Erdblock mit rein. Und dann einen Baum drauf. Wobei das Problem ist eher, es gibt halt diese Blöcke. Es gibt diese Blöcke. Und es gibt halt Erdblöcke, ne, oder Steinblöcke. Deswegen das halt nicht aussieht wie Minecraft, sondern halt schöne Rundungen und sowas hat. Die sind halt ein kleines bisschen anders. Oh ne, das ist wieder. Hat Lehmboden, ne. Abholen. Ezo, du kannst mir sonst auch ein paar Blöcke geben, die ich dann sonst setzen soll. Ja, muss ich gerade arbeiten. Aber ja, man sieht vielleicht hier, das kann ich hier erklären, ne. Der Block geht halt nicht direkt über. Das ist halt so das Problem. Wenn ich jetzt hier einen Block setze, der geht halt nicht direkt. Würde halt eine kleine Kante geben und das ist dann das Problem oder der Unterschied zwischen den Blöcken. Der hat manchmal ein bisschen Kacke. Du hast nicht genug Ausdauer. Diese Tour bitte die einfach. Zu mir krass. Also, was hast du eigentlich mit den Talentpunkten denn gemacht, dass du jetzt hier Bergbau? Einfach Bergarbeitermeister? Ja, ja. Das ist einfach bei Stärke halt. Bergarbeitermeister habe ich 5 von 5. Und dann habe ich halt noch extra Hauptader, was halt auch nochmal mehr gibt. Sammel 80% mehr. Da bin ich gerade. Wobei, ich könnte auch das letzte machen. Haben wir 100% mehr Erze, Steine, Geländeblöcke, Bäume, also Holz. Und kann halt alles ein bisschen schneller abbauen. Weiß ich aber noch nicht, ob wir da den Punkt jetzt reinhauen oder nicht. Mal gucken. Ja, und das sexueller Tyrannosaurus habe ich halt auch schon auf von 3. Ja, 3 von 4. Ja, weswegen ich halt weniger verbrauche. Und aktuell brauche ich ja 2 Schläge für so einen Block. Brauche ich nicht mal XP? So, wenn du was machen willst, da. Diese ganzen. Ich meine, es sieht, die aus Holz sind. Normales Gras ist nicht so schlimm, aber die aus Holz, da kannst du halt keinen Block draufsetzen. Und das ist teilweise mega lästig, wenn dir der Block dann kaputt geht.
Kann ich auch einfach einen Wasserblock setzen? Na, bist ja nicht in Minecraft. So, das hier können wir mittlerweile mal ausschalten. Wie sieht denn aus, die Nahrungsleiste? Ja, was nimmt man noch? Was trinken? Was war denn das hier für ein Effekt eigentlich? Nahrung, Wasser kosten. Ja. Ah, okay, sehr gut. Wenn man da halt will, schneller her. So, wir brauchen. Ja, wir brauchen aber den Lehm, würde ich fast behaupten. So, da haben wir 119 Steinchen. Dann können wir da erstmal ganz kurz wieder loslegen. Ich denke, wir werden bestimmt noch so 2.000, 3.000 brauchen. Auf dahin, du. Ja, komm in die neue Base. Oh, verlauf dich nicht. Nee, also ich sehe zwar kaum was, aber ich verlaufe mich schon nicht. Gut. Hast du dein Fahrrad mitgenommen? So, wir haben es geschafft. Nee, weil hier so viele Bäume sind. Achso. Wir haben es geschafft, dass Tatsu mittlerweile auch ein Motorrad hat. Hey. Ja, haben wir schon zwei Leute, die Sprit verbrauchen. Ich glaube, der umweltbewussteste Lauf. Nee, du kannst ein Fahrrad haben. So. Wir haben ja das Fahrrad. Richtig, das ist genau so. Hey Phoenix, na? Ja, nicht fragen. Erinnert mich an früher. Gut. Wo ist denn hier der Garten? Hier ist doch kein Garten. Noch nicht. Du musst zuerst du hast die Felder schon mitgenommen, oder was? Ja, natürlich. Gut, dann würde ich den Garten... Such dir außerhalb der Base einen Platz. Ja. Tue ich jetzt auch. Also die Begrenzung siehst du ja. Also das hier wird sowieso der Hauptweg. Also im Notfall einfach dann hier am Ende anfangen. Ja. Ich mach den einfach hier. Ja, klingt gut. Ja. Klingt nach einem sehr guten Plan. Hast du das Feuer abgebaut, diesen? Ja, abgebaut? Nee. Ausgemacht. Weil die Feuerstelle bei mir nicht mehr angezeigt wird. Ach ja. Boah, ist das Spiel manchmal hart. Ich gebe noch ein paar Steine. Ja. Wie das alles irgendwo Pfeifen setzt. Ganz, ganz schlimm. Das ist ja echt aufpassen. Ja, manchmal. Jetzt recht. Einfach ein Gartenhäuschen hier. Easy. Kann der Garten aus Beton bauen? Ein kleines Häuslein. Ich will ein Gartenhaus und keinen Bunker. Schade. Also, ja, danke für das Angebot. Macht man das nicht so? Also mir reicht dann normale Materialien. Einfach so mal den Garten betonieren. Ich hab die Idee. Oh je, er baut einfach den Garten bei der Base unten in den Boden ein. Da, was du hier ausgehoben hast, den Boden. Achso, ja, Garten. Genau. Weil dann ist es gleich in der Nähe. Füllen einfach den Graben mit Gartenzeug. Hier ist ein Wolfsrudel. Was? Was, ein Wolfsrudel? Hier sind vier Wölfe. Na dann, Mahlzeit, Essen. Oh ja. Sag doch mal hallo. Was? Hab ich ja noch nie gesehen. Oh, das sind ja wirklich Hunde. Wie viel nennt sich eigentlich nochmal? Das war das knapp. Ich hab's nicht getroffen. Skillpunkte. Zum Landen. Komm schon. Ja. Headshot. Und er ist tot, glaube ich. Geil. Duck dich einfach. Du kriegst ja theoretisch nochmal den Stealth, oder? Und tot. Geil. Ein Schuss, ein Treffer.
Ist das einer geil. Kommt. Natürlich muss einer wieder übel laut sein. Und tot. Ich wollte mal Hallo sagen. Wenn ihr guckt. Der ging in den Kopf. Was ich eigentlich für Felder? Okay. Ich hol sie. Sehr schön. Eins. Ich hol noch ein bisschen Leben. Eins. Fünf. Ich nehme noch was zu buddeln. Nicht so genau weiß, wie man das am besten eigentlich machen. Ah, ist super kacke. Vier. Das ist eigentlich erstmal abstecken. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? So in etwa. Und bloß mal schauen. Silberblock. Wir brauchen einen ganzen Block. Zwei. Natürlich bloß nicht ganz so wieder übergehen. Mal schauen. Hat man ja sowieso ein bisschen Stacheldraht und so einen Spaß hier reinbekommen. Sollte der ganze Spaß hier eigentlich passen. Was haben wir denn dann eigentlich? Scheiß drauf, dann können wir auch gleich aber hier anfangen. Hm. Ich auch nicht, wenn ich hier nochmal in die Straße reinziehe. Warum habe ich eigentlich keine Kartoffeln? Ganz hier am Ende die Straße. Das ist strange. Bin mir sicher, dass ich die abgebaut habe. Aber wo habt ihr die ganzen Sachen jetzt? Ich, Base. Am Haupteingang rechts vorbeilaufen, ist ein kleiner schmaler Weg. Und dann ist deine Kiste extra mit deinem ganzen Zeug wieder. Ah, okay. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Das ist eine gute Frage. Ich versteh's halt nicht. Ne? Rechts vorbei. Hat's gut brennt. Wow. Ja, das funktioniert noch nicht so ganz mit der Elektronik. Weil die Bühnen da sind leider elektronisch. Und irgendwie will das noch nicht, dass du die von außen auch unterbauen kannst. Ah. Und du kannst ja rechts einfach vorbeilaufen. Interesting, interesting. Auf den Umweg. Meinst du? Sieht sehr interessant aus, auf jeden Fall. Okay, das freut mich. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten dann hier. Wir müssen ja sowieso. Wie bekloppt bin ich eigentlich? Also andersrum, wie verrückt wahnsinnig bin ich eigentlich? Bauen wir das so überhaupt oder bauen wir das nicht so? Also, ich überlege gerade, ob ich mir die Mühe mache, weil rein theoretisch wollte ich eine Straße bauen. Ja, bau. Oder eine Straße. Aber müsste ich das dann nicht eigentlich an die Höhe der anderen Straße anpassen oder setzen wir dann einfach die Straße oben drauf? Aber dann brauchen wir immer noch einen Bordstein. Das ist ja auch wieder kacke. Wie? Ja. Und? Deswegen überlege ich gerade, ob ich einfach hier reinbuddel.
Also einmal die, den Erd... Wir brauchen... Doch, ja, doch, komm, wir brauchen sowieso was. Wir brauchen... Ist drauf. Also machen wir mal von hier los. Und dann einmal ringsherum wieder. Ich muss überlegen, wie weit sind wir denn überhaupt? Wie der Block ist das? Einfach, damit es schön aussieht. Will ich das mal kurz nachzählen. So. Nein. Eso. Ich sollte erst das zuerst machen, glaube ich. So, Eisen packen wir den Schrott mit rein. Desos Bolzen kommen in die Munitionskiste. Okay, 80. Und also bei 8. Holz von... Nee, einfach nur Rahmen. Da. Hier. Achso, die brauche ich auch noch. Sieht mich aus. Ich habe jetzt so das Gefühl, im Stream ist das nicht so ganz flüssig. Mir eine Pumpkin bauen. Das wäre auch lustig. So, könnte jemand die Schrotflintenmunition mal verbrauchen. Und ich hätte eine Schrotflinte. Ja, also Phoenix für deine Schrotflinte, ne? Wir haben, glaube ich, mehr als genug. Oh, warte, okay. 300, 600, ja, 750. Ja, dann stehe ich doch erstmal vor Freude frei. Komm weg. Schön. Dann... Klingt doch sehr verlockend. Da will ich hin. Kriege ich da eigentlich ganze Zeit angezeigt? Hä? Was wird mit der angezeigt, Spiel? Was willst du mir damit sagen? Ah, was? Okay. Rahmen. Dahin, okay, gut. Hey, was ist denn mit dem? Okay. What the fuck? Warum ragt der Block etwas in den Boden? Ja, weil der Boden halt nur halb hoch ist. Mach nicht. Das ist ja strange. Okay. Ja. Na gut. Ich weiß nicht, was du machst. Krass, ich hab keine Sau drauf. Stück.
Mal ganz kurz testen, ob das funktioniert. So, da haben wir ein paar Blöcke, da haben wir auch Sand. Was ist der Zement durch? Da drüben. Und das so, nehmen wir kurz mal die dritte Werkbank in Beschlag und setzen da schon mal ein paar neue Blöcke in Arbeit. Brauchen mehr Gläser und dann mehr Wasser. Ja, das ist korrekt. Also wie es jetzt geht, kann es nicht weitergehen. Das können wir jetzt auch noch essen. Also wie ging das nochmal? Ah ja, so. So, genau, hier sieht man auch den Unterschied, dass das halt irgendwie so ein... Das... Ne, diese komische Formel. So, und dann ist das halt eine ganz andere Verbindung, wenn ich jetzt den Block hier reinsetze. Macht halt dann doch nochmal einen Unterschied. Und es funktioniert das. Das war sehr schön. Wesentlich mehr. Mir nach da, glaube ich, mehr als genug Platz. Ja. So, wo haben wir jetzt eigentlich den? Waren die 4 und 3. Nein. Eine Schreierin. Cool. Mensch, das ist ja richtig. Darf ich dich jetzt nicht, ich will nicht, dass du schreist. Deswegen wollte ich die Lücken hier ausfüllen. Ja, natürlich schreist du. Wendet ihr die so? Ich bin ruhig selbst. Die backt sich einfach durch. Ich bin ja echt begeistert, wir sind mal wieder zu viert. Hallo Tatsu. Hallo. Die Pfeil liegen. Irgendwie, wie gesagt, müssen dringend die Steine da rein. Gut. Na, wie geht, wie steht's? Naja, ging schon besser. Erstmal den Fusch am Bau hier überprüfen, den Deso hier gemacht hat. Boah, Frechheit. Absolute Frechheit. Kennst du mich denn anders? Ja, wir haben uns auch schon mal anders kennengelernt. Das waren noch schöne Zeiten. Fusch. Was noch? Sag mal, fällst du mir an den Rücken? Was hat er gesagt? Ich habe mal kurz nicht verstanden. War bestimmt lustig. Aha. Nicht so wichtig. Ging um Fusch. Na, guckst du. So Grünhaar. Oh, ich bin da gerade. Sorry. Hast Glück gehabt. Ich will gerade abdrücken. Sag mal, du wolltest eine fucking kleine Laube bauen. Ich baue da ja ein Haus hin. Du, wenn ich sage klein, dann ist es mindestens doppelt so groß. Also, das ist meine Arbeit mit diesem Kleinen. Naja, wenn du klein sagst, dann baust du eine Villa.
Das stimmt. Also bleib du mal ganz ruhig. Wenn ich sage, ich baue ein Haus, baue ich ein Hochhaus. Also, ja, das habe ich noch nie hingekriegt, dass ich wirklich klein baue. Wer von uns hat das mal hingekriegt? Weißt du, eine Laube. Eine Laube hätte gereicht. Der Typ muss nur da drinnen stehen und zwei Kisten haben. So, dann noch in der Scheune mein kleines Zimmer, die so. Das war perfekt. Ich sag's dir, hier steht später, früher oder später noch eine ganze Villa. Einfach weil ich es mache. Dazu. Ich baue ein Haus, danach steht da eine Stadt oder sonst was. Ah, da weiß er nicht. Also wenn der so will, denn ja, nee. Es ist einfach. Ehrlich. Von uns allen kann keiner klein bauen. Das existiert bei uns nicht. Doch. Okay, du vielleicht ja. Ja, aber es gibt auch noch vernünftige Leute. Wir können halt nur mit großen Dingen umgehen. Ich bin klein, ich finde das ja gut. So groß ist das ja nicht. Ich meine, ja, vielleicht hätte ich jetzt 5 Quadratmeter weniger sein können. Zum Beispiel. Oder mehr. Aber hey. Das heißt ja eben außer dem kleinen Laube. Phoenix baut sich eine kleine Laube auf, wo 10 Leute reinpassen. Gefällt oder was? Ja, korrekt. Ja. Finde ich gut. Während ihr dann in dem Bunker von Zombies überfallen werdet, gucke ich auch von meiner Laube aus zu. Denn so, Laube wird so die erste. Das war das erste, was einfach weggerissen wird. Das wird einfach überrannt. Nein, wird's nicht. Dann heißt es so, Phoenix, sag mal, hattest du nicht mal da sowas wie Laube? War da nicht mal was? Was meinst du? Hä, das war schon immer Land. War schon immer brach. Genau. Noch nie was geändert. War noch nie anders. So, aber ja, dazu müssen wir nach 30 definitiv die Base nochmal korrigieren. Also da, wo wir damals waren. Ess mich nicht! Ich wollte kurz sagen. Es regnet, der Deso wird feucht. Das geht da runter. Gut, okay, dann klaue ich mir nochmal diese Betonmischung. Es ist, glaube ich, da. Kann dir auch Beton geben, als Würfel gleich. Hab ich gesehen gehabt. Sollte auch mit drin sein. Ich nehme mal 30 Stück raus. Ja. Das sollte dicke reichen. Dicke. Ich hoffe es. Dicke. Weil eigentlich habe ich das Haus schon ausgefüllt. Eigentlich. Aber vielleicht kann man ja mal noch ein bisschen mehr. Und was brauche ich dafür eigentlich? So, jetzt ist das alles losgeworden. Sehr schön. Jetzt tue ich hier noch die Kälte. Geschmiedetes Eisen. Wollten wir da haben. Wenn ich immer loslege, gleich nicht mehr. Okay. Was soll das denn heißen? Dass irgendjemand mal Eisen fahren muss. Aber wo Eisen? Ja komm, ihr habt ja wohl schon einen Bohrer. Nein. Nein. Wir haben noch keinen Bohrer. Ja. Ich mache jetzt 50 Eisenstachelfallen. 50? Oh, nee. Ja, ich schreib's mir noch auf, bevor ich's dann mache. Wie lange braucht das? Ungefähr 33 Minuten. Oh. Bah. Ja, dann dazu, ja, du hast ja Zeit. Machen, aber das dauert auch eine Viertelstunde. Und alle Werkbänke sind besetzt. Und Deso sagt auch, wir haben ja 3, das ist doch so viel. Ich weiß schon, warum mein Haus größer wird. Ich habe ihm eigentlich auch schon gesagt gehabt, dass er bitte eine Werkbank freilassen soll, aber ich war ja nicht da, deswegen warst er ja nicht da, genau, deswegen, also. Aber es war, stand ja auch nicht im Plan, dass ich auf einmal auftauche, ja? Nö, außerdem, du hast eine freie Werkbank, so. Was hab ich? Du hast eine freie Werkbank. Weil dann würde ich da nämlich die Spikes mal schnell herstellen lassen wollen. Der schnell ist eigentlich müsste Phoenix das herstellen, weil Phoenix halt einfach mal 20% schneller das herstellt, glaube ich, an der Werkbank.
Das stimmt. Nein, eigentlich müsstet ihr mich noch in eine Gruppe einladen, wenn ihr das nicht sogar schon gemacht habt und sich einfach noch annehmen müsst. Ja. Nee, habt ihr nämlich noch nicht. Natürlich. Ich kann dich nicht einladen. Ja, jetzt gerade eben. Hallo? Die Einladung war schon lange draußen. Das habt ihr nicht so. Natürlich. Welche Werkbank ist frei? Diese Werkbank ist frei. Ich hab doch... 10 Jahren war deine Einladung. Er tut so, als hätte er nie eine bekommen. Muss ein Briefkasten. Der ganze Briefkasten quillt schon über. Ja, ja. Ja, und, ja. Ich habe keine Einladung bekommen. Ja, ja. Das mit dem ganzen Briefkasten, das würde ich sagen, gut, okay, bei meinem E-Mail-Postfach. Naja. Das dauert. Das lohnt sich halt nicht einfach. Was siehst du? Da haben wir eigentlich was drunter. Leg grad, fahr ich nochmal los. Grill. Wir bräuchten halt was, ne? Wo Futter, wie sieht's denn aus? Sieht so strange aus mit diesen halben. Ja. Das triggert mich gerade alles. Ja. Ich kann so nicht arbeiten. Das ist. Ja. Nein! Warum? Genau deswegen hätte ich es andersrum gemacht. Ich hab mich einfach oben drauf gesetzt. Ja, aber bei dem anderen hat's funktioniert. Ach, das ist doch. Ich baue das jetzt alles halbwert ab, leg mich am Arsch. Mir egal. Versteh ich. Das ist entweder in der Sammelkiste, da gehört's nicht hin. Das müsst ihr wissen, ich war nicht da. Hoppala! Wer hat hier alles komisch sortiert? Keine Ahnung. Ich bin fein raus. Da waren nicht wirklich ganz so an den Kisten. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal Wüste. Auf in die Wüste, wir brauchen mehr davon. Von was? Na, Ölschiefer. Und wir haben ja hier noch keine Quelle gefunden. Das braucht ihr, das stimmt. Das wäre sehr sinnvoll. Wenn ihr, naja, Sachen betreiben wollt. Nö, ich brauch gar nicht mal für Strom. Achso? Eine Markierung, wo ist die Markierung? Ja, die Markierung. Was? Dankeschön. So. Mine 2, wo ist Mine 2? Immer noch eine Schatzkarte. Ist eine Mine? Ja, ist eine Mine. Was denkst du, wo ich den Ölschieber her hatte? Ich sehe schon, ihr habt perfekt zusammengearbeitet. Jetzt hast du aber öfter mal unterwegs zu jagen. Ja, und ich habe auch gleichzeitig für dich Ölschiefer mitgebracht. Daran erinnerst du dich wohl nicht mehr. Naja, du meinst diese 100 Stück? Das waren 500. Ja, sag ich ja. Ja, danach wurde es Nacht und so. Und danach musste ich noch andere Sachen erledigen auf einmal. Wie zum Beispiel dir mit diesen deinen Scheiß hier ausbessern. Was für ein Scheiß? Scheiß, Alter. Ich verstehe. Mit. So läuft das hier. Ich finde meine Idee mittlerweile außerhalb dieses Bauen mittlerweile ist viel besser. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Seite. Hat das dich verbaut, musste ich hier mit helfen, die Blöcke wieder wegzurufen. Verbaut, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich bin schon enttäuscht, diesen, ne? Ich habe eigentlich 100% Perfektionismus erwartet. Ja, deswegen musste ich es ja korrigieren. Verbaut, geht gar nicht. Ja, am Anfang hat es perfekt gepasst, aber dann hatte ich die Idee, effizienter zu gestalten und damit musste ich es korrigieren und da waren die Blöcke einfach im Weg. Ach ja. Was passiert eigentlich, wenn ich den Ziel setze? Funktioniert das denn? Ja, okay. Na ja, irgendwo nochmal eine Tankstelle? Da vorne ist eine Tankstelle. Hoffentlich ist da noch ein bisschen was drin, ne? Nämlich ist keine Reserve mitgenommen. Ich glaube, wir haben auch nichts im Moped drin. Oh, doch, wir haben aber einen Schraubenschlüssel. Also könnte ich ja doch nochmal mal ein bisschen was. Und ich habe natürlich gerade gedacht, einfach mal das Fahrrad reinzulegen. Apropos Fahrrad, wo habe ich mein Fahrrad hingelegt? Liegt neben deiner Bude beim Feld irgendwo. Ah, hier. Puh. Ja, nochmal nachtanken. Ja, 77% klingt schon besser. Besser als 10. Oder 0. Ja.
definitiv. So, dann einmal durchs Wintergebiet und dann natürlich, was ganz logisch erscheint, nach dem Winter kommt sofort Wüste. Die Wüste. Oh, okay, ich habe den Boden wieder hergestellt. Also wenn was gewesen ist, könnte das passieren. Okay. Meinst du? Ich hier überall in der Luft Pfeile backen. Oh ja, das ist. Ist mal, wo ich noch bin, aber das ist sogar an Stellen, wo ich noch gar nicht mal war. Ich habe sogar Stellen schon. Ich hatte schon eine Stelle, wo ich mir sage, keiner von uns hat so weit oben irgendwas abgeschossen. Ja, ja, das habe ich ja auch gerade. Weil im Schneegebiet hast du keine Vögel. Und dennoch ist einfach mal irgendwo in der Luft war da mal ein Pfeil, wo ich nicht mehr rankam. Glaube ich dir. Mich triggert's auch. Das mach's weg. Sieht so scheiße aus. Ach man, Block- und Voxelmechanik ist ja schön und gut, aber nein. Einfach nein. Wenn du es nicht miteinander ordentlich kombinieren kannst, ist es schön. So, wir haben Tattoos Mine erreicht. Mal gucken, was wir rauskriegen. Sollten wir sowieso mehr rausbekommen als die anderen. Okay. Ja, ich hab noch 5 übrig. Ist auch schon die Breite und die Länge? Oder mach ich noch eine zusätzliche? Ich könnte noch die Länge, ich könnte nicht. Oder gepiekst von dem scheiß Kaktus. Stirb, Kaktus! Oh, ne, Kaktus. Bist du da? Jo. Ui, ist aber wirklich eine schön große Ader. Okay, das Schöne ist, ich kann jetzt theoretisch erwarten, dass ich so viel Zeug gesammelt habe, dass ich 80 Milliarden Felder machen kann. Nein. Wofür war ich ein Jahr unterwegs, wenn dann nichts bei rumkommt? Weiß ich nicht. Frag dich das mal. Schlimm. Ich brauch kein Blumen, ich brauch Wasser. Hey. Gut. Wo ist mein Fahrrad? Wo ist mein Fahrrad? Gut, Felder sind jetzt hier. Und es ist halt so. Naja. Oh, ist auch mal was schön. Schon her, was ich gebaut habe. Ja, tust du auch mal wieder was. Muss okay. Ja auch ab und zu mal sein. Nächste der kranke Zombie. Ah, Körperwelle. Ja, alle krank. Aber kein Corona, das kann ich sagen. Ja, ich denke noch mehr Leute, die wirklich auch gerade aktuell wirklich einfach nur eine Grippe halt. Ja. Ich meine, es ist halt auch so, ich war heute auch wieder, heute war wieder so ein Tag, wo ich zwischendurch. Ne, draußen unterwegs, einfach einen Pullover angehabt und trotzdem hast du manchmal so, oh Alter, es ist so warm, schwitzt halb. Ne, und dann aber im nächsten Moment kommt irgendwie kalter Wind oder sowas. Teilweise echt nicht weiß, was du anziehen sollst. Wochen so gerade, übel. Ja, auf Arbeit, während der Arbeit schwitzt du, dann wenn du einmal kurz rausgehst, dann musst du richtig aufpassen, dass du dir nicht erkältest. Weil es einfach so windig ist und kalt. Ist hier drin. Ah, Steinschwer. Okay. Oh, was haben wir hier? Ich brauche Samen. Ja. Dazu bei unseren, bei der Ölschiefermine ist auch eine Bleimine dabei. Dort ist einiges. Dort ist einiges, Bruder. Wenn auf einmal der Doktor vor der Haustür steht. Der Doktor? Ja, bei mir ist es einfach nur noch der Doktor. Ah. Er ist Arzt, er ist unser Hausarzt zum Teil. Ah. Er kam gerade an wegen der Grippeimpfung für meine Eltern. Einfach mal so was dran haben. Okay. Ist halt praktisch, wenn man halt mit einem Doktor befreundet ist. Hier bin ich jetzt alleine, keiner will das Mais aus dir.
ist nur eine Minute. Ja, deswegen ja, ja, deswegen soll man ja auch trotzdem gucken, dass man sich oben nicht anzieht. Ja, wenn du halt durch Helde sowieso schon ein bisschen geschwächt bist oder sowas. Ja, dann ist es eher schneller so, dass du halt mehr auch erkrankst. Wie gesagt, ich lieg neben meiner Freundin im Bett und wir kuscheln abends. Und ihr geht schon seit Tagen sonst wie. Und ich sitze da hier und ja, mir geht's gut. Immunsystem sagt einfach, ja, was juckt mich das? Ja. Aber mein Immunsystem ist auch so, gefühlt kann ich sonst wohin laufen, ne? So ein, zwei Jahre, scheiß drauf, nix, nada. Und dann ein Jahr lang nehme ich alles mit, alles. Als wär's im Sonderschlussverkauf. Ja, die Momente, die sind die schönsten.